Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Hier geht es rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Achtsamkeit und vieles mehr. Mein Name ist Katharina Dörricht. Einige kennen mich auch als Tasty Katie. Ich bin Ernährungstherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin und unterstütze dich auf dem Weg hin zu einem gesünderen und glücklicheren Leben. Werbung. Ich achte täglich darauf, etwas Grünes zu mir zu nehmen. Und das vor allem natürlich über grünes Gemüse, grüne Blattsalate, aber auch über Gerstengrasssaftpulver. Und gerade in der Weihnachtszeit fällt es manchmal ja gar nicht so leicht, täglich genügend Gemüse zu integrieren. Und da ist Gerstengrasssaftpulver eine schöne Möglichkeit, um zum Beispiel eine extra Portion Chlorophyll zu integrieren. Denn es enthält einige Nährstoffe wie Chlorophyll, es ist basisch, es kann die Darmflora positiv beeinflussen und das Bio-Gerstengrassaftpulver von Sunday Natural hat Premium-Qualität, hat Rohkostqualität und ist eine tolle Quelle für Dinge wie Enzyme, Vitamin A, Vitamin E und K und aber auch Mineralien enthält es, wie zum Beispiel Calcium, wie Magnesium, auch Eisen ist darin enthalten. Und ich gebe davon einfach am Morgen ungefähr einen Teelöffel von dem Pulver in ein Glas Wasser, verrühre das dann, manchmal nehme ich auch so einen Stab Milch auf Schäumer, um das so ein bisschen schäumig zu machen. Und dann trinke ich das einfach ungefähr 30 Minuten vor dem Frühstück. Und bei Sunday Natural findet ihr noch viele weitere Produkte, die auf der Basis von natürlichen und pflanzlichen Inhaltsstoffen hergestellt werden. Ab dem Bestellwert von 50 Euro erhaltet ihr mit dem Code TASTYKATIE, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben, Free Shipping, das heißt eure Versandkosten entfallen. Und der Code gilt bis zum 31.12.2023. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich euch einige Tipps geben, um gesund durch die Weihnachtszeit zu kommen. Denn gerade wenn man jetzt zum Beispiel im Gesundheitsbereich tätig ist, dann ist, glaube ich, vielen bekannt, dass in der Weihnachtszeit manchmal alle guten Vorsätze, alle gesunden Gewohnheiten, alles, was man sonst irgendwie so für sich tut, um einfach gut für sich zu sorgen, geradezu über Bord geschmissen werden und man dann im Januar wieder in irgendwelche Extreme verfällt und das dann vielleicht auch nicht ganz so lange durchhalten kann und dann entsteht irgendwie so ein Jojo-Effekt. Und das möchte, glaube ich, keiner. Und deswegen kann man bereits im Dezember, in der Weihnachtszeit, viele Dinge für sich tun, um wirklich gesund zu bleiben, um sich wohl zu fühlen und einfach die Zeit auch genießen zu können. Und ich habe einige Tipps für euch, insgesamt 7 Stück. Und das sind wirklich einfache Tipps, also nichts, was irgendwie super, super kompliziert ist, sondern es sind alle Dinge, also es sind alles Dinge, die man, wenn man möchte, sie mit Leichtigkeit in den Alltag integrieren kann. Und in der Weihnachtszeit ist es eben oft so, dass wir natürlich umgeben sind, vor allem eben gerade rund um die Festtage, von viel Süßigkeiten, Alkohol, man sitzt viel, man befindet sich auch oft natürlich auch irgendwo mehr in geschlossenen Räumen, also man bewegt sich weniger und man isst vielleicht auch, ja, einfach vermehrt fettigere Sachen. Und hier kann man, ohne zu sagen, ich muss auf alles verzichten, trotzdem ein paar Anpassungen machen, sodass man sich weiterhin einfach wohlfühlt und gut durch diese Zeit kommt. Und der erste Tipp, den ich für euch habe, der bezieht sich auf die Ernährung. Und hier lautet wirklich der Tipp, versuche weiterhin, dich einigermaßen gesund zu ernähren. Was heißt das? Dass du weiterhin darauf achtest, genügend frische Lebensmittel, vielleicht auch selbstgekochte Gerichte zu integrieren, abwechslungsreich dich zu ernähren und dich nicht den ganzen Tag nur von Weihnachtssüßigkeiten zu ernähren. Auch hier, das heißt nicht, dass man überhaupt kein Plätzchen essen kann oder überhaupt kein Stück Schokolade oder überhaupt nicht mal irgendein schweres Essen, das ist überhaupt kein Problem. Aber dass man das nicht den ganzen Tag lang macht und irgendwie nur von einem Plätzchen zum Stollen, zu den Brownies und so weiter und am Abend hat man dann irgendwie nur Süßes gegessen, sondern dass man trotzdem darauf achtet, dass man einige gesunde, ausgewogene Mahlzeiten integriert und dann eben zusätzlich noch ein paar Weihnachtssüßigkeiten. Und hier kann ich nur empfehlen, den Fokus so ein bisschen auf ein gesundes Frühstück zu richten, denn das, ich würde sagen, das Frühstück ist nicht unbedingt die wichtigste Mahlzeit des Tages, aber es ist die kraftvollste und es kann die effektivste Mahlzeit des Tages sein.
Denn so wie wir in den Tag starten, das hat einfach eine total große Auswirkung auf den Rest des Tages, vor allem im Hinblick auf den Blutzuckerspiegel. Und unser Blutzuckerspiegel ist ganz enorm mit Entzündungsprozessen im Körper, mit unserer Verdauung, mit unserer Energie, der Entstehung von Heißhunger verknüpft. Und wenn wir morgens zum Beispiel bereits etwas wählen, was einfach enorm hoch, also der Gehalt ist sehr hoch an Kohlenhydraten, vielleicht auch an einfach Industriezucker, also typisches Beispiel Croissant mit Schokoaufstrich oder der Kaffee mit Zucker und dazu eben noch einfach ein Marmeladenbrötchen, ja, oder einfach nur ein Smoothie, der nur aus Obst besteht, dann setzen wir damit wirklich einen Impuls unserem Körper, dass wir im Endeffekt eigentlich so einen Blutzucker-Achterbahnfahrt haben. Und das möchten wir eigentlich vermeiden, ja, weil Dinge, die besonders reich an Kohlenhydraten, vor allem eben auch an Weißmehlprodukten sind, recht arm an Ballaststoffen sind, das sind Dinge, die einfach den Blutzuckerspiegel ganz stark beeinflussen. Heißt wiederum nicht, dass wir keine Kohlenhydrate essen sollen, auf gar keinen Fall. Aber wir können gerade beim Frühstück darauf achten, dass wir komplexe Kohlenhydrate wählen, dass wir das mit guten Fetten und mit Proteinen kombinieren und dass wir zum Beispiel nicht zu viel Süß integrieren. Und wenn man zum Beispiel auch mal überlegt, okay, ich esse vielleicht in der Weihnachtszeit viel süße Sachen generell, dann kann ich schauen, dass ich am Morgen auch mal vielleicht was Herzhaftes esse. Beispiel Hirse mit Tofu und Avocado oder Gemüse und ein bisschen Olivenöl drüber. Ja, habe ich Kohlenhydrate, Proteine, Fette und auch noch einen Gemüseanteil. Oder ich mache mir einen Smoothie und mache Dinge auch noch neben der Banane, Dinge wie Hanfsamen, vielleicht ein pflanzliches Proteinpulver, Nussmus, Pflanzenmilch mit rein. Ja, habe ich auch wieder Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Ich mache mir einen Porridge und gebe dann Nussmus darüber. Auch nochmal Dinge wie Saaten, also Hanfsamen und Co. Vielleicht ein bisschen gedünstetes Obst oder rohes Obst, ein Pflanzenjoghurt. Auch hier habe ich dann wieder Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Also dass man hier wirklich auf diese Ausgewogenheit achtet. Und da werdet ihr merken, wenn man da wirklich bewusst drauf achtet, dass man dann nicht so starke Blutzuckerschwankungen den Rest des Tages hat und dann auch weniger Heißhunger hat und auch die Energie einfach konstanter bleibt. Und deswegen kann ich nur empfehlen, jetzt gerade in der Weihnachtszeit, wo man einfach viel Süß zu sich nimmt, dass man den Fokus bei den restlichen Mahlzeiten ein bisschen mehr auf herzhaft richtet. Weil man hier einfach Dinge zu sich nimmt, die den Blutzuckerspiegel dann nicht so stark beeinflussen und die natürlich dann auch für die Verdauung gut ist, beziehungsweise gut sind, weil je mehr Zucker wir zu uns nehmen, desto mehr beeinflussen wir natürlich auch die Darmbakterien in uns, von denen wir eigentlich nicht so viel haben möchten oder Pilze. Und wenn wir eben mehr Herzhaftes zu uns nehmen und dann eben eher als, ich sag mal, Nachtisch oder auch mal eingeladen ist, was Süßes, dann schafft man da eine schöne Balance und der Körper kommt da auch wunderbar mit klar. Auch hier ganz wichtig, Ausnahmen sind vollkommen okay. Ja, also es geht auch darum, die Zeit zu genießen und das einfach für sich so zu machen, dass es für einen gut passt. Und wenn man aber diese Dinge allein nur wirklich diesen Punkt beachtet, kann ich euch wirklich sagen, dass das Wohlbefinden enorm gesteigert wird und dass man sich den ganzen Tag einfach besser fühlt, wenn man wirklich am Morgen darauf achtet, wie man den Tag startet und was man als erstes morgens zu sich nimmt. Dann der zweite Punkt wäre, viel selber backen. Ja, ich habe ja aus diesem Grund, weil man gerade in der Weihnachtszeit, vor allem wenn man Unverträglichkeiten hat oder einfach einen empfindlichen Bauch hat, habe ich auch letztes Jahr mein Weihnachtsbuch rausgebracht, das gesunde Weihnachtskochbuch mit 50 veganen, glutenfreien, industriezuckerfreien Rezepten, süßen und herzhaften, weil es für mich auch immer total hart war in dieser Zeit, ohne Beschwerden da irgendwie durchzukommen und nicht die ganze Zeit nur Nüsse essen zu können und Mandarinen. Und deswegen kann ich nur empfehlen, vor allem wenn man zum Beispiel einen empfindlichen Bauch hat oder Unverträglichkeiten hat oder vielleicht auch eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, dass man wirklich darauf achtet, viel auch selbst zu machen. Und wenn man zum Beispiel jetzt Industriezucker verwendet und Plätzchen backt, dass man einfach weniger davon nimmt. Weil oft ist in den Rezeptangaben bei den meisten sowieso viel zu viel Zucker drin und so viel wird meistens überhaupt nicht benötigt, weil die Sachen dann einfach extrem süß sind. Und allein wenn man hier darauf achtet, dass man vielleicht nur die Hälfte vom Zucker nimmt, dann ist das auch schon mal super. Was man eben auch machen kann, dass man natürlich nach schönen Alternativen sucht. Ihr findet auf meinem Blog auch eine Menge an Weihnachtsrezepten, Weihnachtsplätzchen, die einige Ballaststoffe enthalten, die auch gute Fette enthalten, die glutenfrei sind.
und die wirklich einfach sind und wo man trotzdem das Gefühl hat, dass man auf nichts verzichten muss und trotzdem dieses richtige Plätzchengefühl praktisch auch hat. Also hier ist wirklich der Tipp, viel selber backen, viel selber kochen und dann weiß man einfach, was drin ist und kann einfach so wirklich auch in dieser Zeit gut für sich sorgen. Der dritte Tipp lautet, Gewürze verwenden. Ihr wisst ja, im Ayurveda sind Gewürze besonders kraftvoll, sind ja hier auch so ein bisschen therapeutisch, können sie auch eingesetzt werden. Und gerade jetzt in der Weihnachtszeit sind wir ja, das heißt im Dezember sind wir in der Vata-Zeit, also viel Kälte, Trockenheit, das Immunsystem ist vielleicht auch nicht immer so stark. Und da können Gewürze einfach sehr unterstützen, vor allem wenn wir auch viel Gerichte zu uns nehmen, die einfach ein bisschen schwerer verdaulich sind, die manchmal auch ein bisschen schwerer im Bauch liegen. Und da ist einfach super, wenn man ja beim Kochen schon sowas wie Fenchelsamen, Kreuzkümmel, Ingwer, Kurkuma verwendet, wenn man sich auch immer wieder mal so einen Gewürztee macht, einen Ingwertee, wenn man sich zum Beispiel auch mal diese weihnachtlichen Gewürze anguckt, wie Zimt, Sternanis ist auch super, weil Sternanis enthält auch tatsächlich so Stoffe, die auch einem Blähbauch zum Beispiel entgegenwirken können und viel Luft im Bauch. Da kann man einfach so ein, ja, so 3-4 Sternanis nehmen und das mit Wasser, also einfach so 500 Milliliter Wasser ungefähr nehmen und im Topf circa 15 Minuten köcheln lassen und das dann absieben und diesen Sternanis-Tee dann trinken, ungefähr 2 Tassen am Tag. Und das ist etwas, was ich auch sehr gut auf den Bauch, also auf das Wohlbefinden auswirken kann. Ja, also hier gerne bewusst Gewürz integrieren, nicht nur so ein bisschen Lebkuchengewürz für den Geschmack, sondern wirklich auch bewusst ein bisschen mehr, weil das nämlich einfach wunderbar für die Gesundheit ist. Dann sind wir auch schon beim nächsten Tipp angekommen. Und zwar bezieht sich dieser auf Bewegung. Ich habe am Anfang ja schon mal gesagt, dass es oft in dieser Zeit wirklich schnell geht, dass man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt oder einfach generell viel sitzt und einfach viel drin verbringt, was auch grundsätzlich vollkommen okay ist. Aber wenn man sich so gar nicht bewegt den ganzen Tag, ja, und kein einziges Mal draußen an der frischen Luft war, dann ist es tatsächlich etwas, was der Gesundheit nicht ganz so gut tut. Und wir haben einen Bewegungsapparat. Ja, da steckt das Wort Bewegung schon drin. Und deswegen sollte man sich wirklich so ein bisschen motivieren, auch ein bisschen Disziplin aufbringen, täglich einmal eine Runde in die frische Luft zu gehen und alles zählt, selbst wenn es nur 10 Minuten sind, ja, alles zählt und auch irgendwie Bewegung integrieren. Ja, also hier ist es super, wenn man morgens zum Beispiel sagt, okay, ich praktiziere 10 bis 20, wenn man kann vielleicht sogar 30 Minuten, rolle ich meine Matte aus, mache Yoga, mache Pilates, gerade meine Pilates-Workouts auf YouTube, die dauern wirklich manchmal nur 15 Minuten, man bewegt den ganzen Körper und fühlt sich danach einfach richtig gut. Oder man macht am Ende des Tages noch einen kleinen Spaziergang oder auch am Morgen, man steigt eine Station früher von der Bahn aus. Ja, alles ist super und schaut einfach, dass ihr täglich etwas Bewegung in euren Alltag integriert. Ja, weil Bewegung schafft irgendwo auch Energie. Das heißt, wenn wir uns bewegen, und das muss nicht 2 Stunden im Fitnessstudio sein, ja, weil das ist irgendwo auch wieder Stress für den Körper, sondern wirklich spazieren gehen, einfach laufen, das ist etwas, was einfach Energie schafft und was uns auch wiederum halt dann einfach Energie gibt und auch einfach so einen frischen Kick reinbringt. Und gerade auch fürs Immunsystem ist auch ganz wichtig, dass wir uns täglich bewegen, dass wir auch in der frischen Luft sind. Und Bakterien und Viren können sich einfach nicht so schnell ausbreiten, wenn wir einfach viel draußen sind. Und wir stärken eben dadurch auch unser Immunsystem. Dann der 5. Tipp ist die Morgenroutine beibehalten. Also wenn ihr eine Morgenroutine habt, ist das super. Wenn nicht, ist es natürlich auch nicht schlimm. Und dann kann man sich noch eine kleine Morgenroutine vielleicht aneignen. Vielleicht gerade in der Zeit im Dezember, wo ja bei vielen auch super viel los ist. Und es ist halt wirklich so ein Akt der Selbstliebe. Es ist einfach Self-Care, ja, Selbstfürsorge. Und da kann ich nur empfehlen, dass man täglich diese Self-Care, diese Selbstfürsorge einplant. Und manchmal hilft es sogar, sich das in den Kalender zu schreiben. Ja, zu sagen, irgendwie morgens um 6, eine halbe Stunde oder eine Stunde ist für mich. Ja, oder wenn das morgens nicht funktioniert, dann meinetwegen am Abend oder vielleicht funktioniert das irgendwie in der Mittagspause.
dass man da einfach ein paar Dinge für sich macht, um die eigene Tasse zu füllen, um auch innerlich so ein bisschen zentriert zu sein, zur Ruhe zu kommen, weil dann kann man auch anders anderen Menschen helfen und auch anders durch den Tag gehen. Und jetzt gerade in dieser Zeit im Dezember, ja, wo wir alle eigentlich so ein bisschen mehr Erdung haben wollen und wo die Natur sich ja zum Beispiel auch so ein bisschen mehr zurückzieht, macht es auch Sinn, dass man ganz bewusst darauf achtet, gesunde Routinen beizubehalten und hier einfach gut für sich zu sorgen. Und das kann am Morgen die, ich sag mal, ayurvedische Morgenroutine sein mit Zunge schaben, Öl ziehen, warmes Wasser trinken, meditieren und oder ein bisschen Bewegung. Es kann aber auch sein, dass man morgens einfach sich ein bisschen Zeit nimmt und ein bisschen ein Buch liest, dass man journalt, seine Gedanken aufschreibt, dass man vielleicht sich warm einpackt, einen Tee in die Thermoskanne mitnimmt und eine Runde spazieren geht. Also das können verschiedene Dinge sein, etwas, wo man sich wirklich mal selber fragen kann, was entspannt mich, was mache ich richtig gerne, was lässt mich auch mit Ruhe und Entspannung in den Tag starten und wo habe ich das Gefühl, dass meine eigene Tasse gefüllt wird. Und das kann ganz individuell sein, ja, nur weil man vielleicht manchmal auf Social Media diese eine Morgenroutine mal sieht, heißt es nicht, dass man das selber ganz genauso machen muss. Ja, da kann man sich wirklich mal fragen, was möchte ich am Morgen machen und sich auch die Erlaubnis geben, dass ich diese Morgenroutine auch verändern darf. Ja, also bei mir ist die auch nicht immer komplett gleich. Und das auch anzupassen an den Tag und auch vielleicht nach den Jahreszeiten oder wie man sich gerade fühlt. Ja, manchmal fühlt man sich morgens vielleicht nicht nach einem Workout, sondern möchte viel lieber vielleicht ein bisschen lesen oder eine kleine Runde spazieren gehen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und hier ist deswegen die Empfehlung, eine kleine Morgenroutine auch in der Weihnachtszeit beibehalten. Manchmal kann es sogar auch wirklich an Weihnachten und an den Feiertagen auch wirklich helfen, sich morgens wirklich nur ein paar Minuten, eine halbe Stunde zurückzuziehen und seine Routine zu machen. Und dann wird man merken, dass man einfach eine ganz andere Energie hat, wie man auch in den Tag gibt, wie man anderen Menschen begegnet, weil man morgens wie so erstmal bei sich aufgeräumt hat und dann eben anders einfach rausgeht. Dann der sechste Tipp. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die meinen Podcast hören, wahrscheinlich dem Thema gegenüber sowieso sehr bewusst sind und auch sehr bewusst damit umgehen. Aber mir ist es trotzdem immer wichtig, das zu sagen, weil ich habe jetzt viele, viele Jahre Beratung gegeben oder gibt es sie teilweise immer noch. Und dabei ist mir dann doch immer wieder aufgefallen, wie stark das Thema doch bei vielen Menschen im Leben präsent ist oder sie es täglich zu sich nehmen. Und klar, da steckt natürlich auch oft einfach auch mehr dahinter, warum man das macht. Aber jetzt gerade in der Weihnachtszeit ist es einfach besonders extrem und wird halt einfach besonders viel konsumiert. Und es ist einfach, man kann, also es geht um Alkohol, wenn ihr euch jetzt gefragt habt, was möchte sie? Also es geht um Alkohol und man kann Alkohol einfach nicht schönreden, das ist einfach so. Also es ist vollkommen in Ordnung, wenn man mal ein Glas an den Feiertagen trinkt oder sagen wir einmal die Woche ein Glas mit Freunden irgendwie am Abend und genießt das in einer schönen Umgebung und mag das gerne. Und ja, also das ist überhaupt kein Problem, ja, für den Körper. Aber wenn man entweder Entzündungsprozesse im Körper hat, Magenschleimhautentzündung, Reizdarm, andere Entzündungen, dann kann Alkohol einfach enorm schlecht sein. Ja, also man kann es nicht anders sagen. Und dem Körper ist es dann auch egal, ob jetzt gerade der 24.12. ist oder nicht. Ja, und da muss man wirklich mal überlegen, okay, macht es natürlich Sinn, dass ich hier jetzt vielleicht wieder so einen kleinen Rückfall riskiere, indem ich jetzt hier 3 Gläser Wein trinke. Oder sage ich, nee, komm, ich will einfach eine alkoholfreie Option und habe aber dafür dann viel mehr Wohlbefinden. Und deswegen ist mir mal so ein bewusster Umgang mit Alkohol einfach ganz wichtig. Und hier auch zu sagen, okay, ich wähle mal eine alkoholfreie Option. Und ich persönlich liebe zum Beispiel dieses Gefühl von einem schönen Getränk einfach zu haben mit Freunden, oder auch mit der Familie oder auch so an einem Abend sich so ein Glas Wein einzuschenken, finde ich auch was total Schönes. Aber ich greife dann tatsächlich immer zu alkoholfreien Wein, Bio-Wein oder mache selber so eine Art Cocktail. Oder auch wenn ich irgendwo essen bin, dann oft wird das sogar auch angeboten. Aber dann frage ich auch, ob sie mir vielleicht ein Glas Wasser machen können und dann tun sie Minzblätter rein.
und eine Zitronenscheibe und Wasser. Und dann ja, hat man auch das Gefühl, man hat ein bisschen was Besonderes als irgendwie einfach nur Wasser oder Tee. Und deswegen hier nicht denken, okay, oh nein, jetzt darf ich nie wieder Alkohol trinken, sondern einmal zu sagen, okay, ich trinke das einfach in Maßen. In Maßen Alkohol nehme ich zu mir. Und auf der anderen Seite auch zu sagen, ich schaue einfach mal nach schönen anderen Optionen. Und manchmal ist es wirklich nur dieses Gefühl von einen schönen Drink zu haben und zu genießen und etwas Besonderes zu haben. Und das funktioniert auch mit alkoholfreien Getränken. Wenn man sich fragt, warum ist Alkohol eigentlich nicht so gesund, dann liegt es einfach an, dass Alkohol eine toxische Substanz ist, die einfach verschiedene Organe und Systeme im Körper wirklich schädigen kann. Und ein Grund ist zum Beispiel, wie gesagt, das passiert nicht bei einem Glas Wein, sondern da muss schon mehr getrunken werden, das sind Leberschäden. Ja, weil die Leber, unser größtes Entgiftungsorgan, ist für den Abbau von Alkohol verantwortlich. Und bei einem übermäßigen Alkoholkonsum kann die Leber einfach geschädigt werden. Und das kann zur Fettleber führen, das kann zur Leberentzündung führen, also hier Hepatitis. Und auch natürlich dann, ich meine, das wäre jetzt natürlich das Schlimmste, was passieren kann, ist wirklich so eine Leberzirrhose. Ja, und das möchte natürlich keiner haben. Dann hat aber auch Alkohol negative Auswirkungen auf das Gehirn. Ja, also das beeinflusst einfach das zentrale Nervensystem. Kurzfristig kann das zu Koordinationsproblemen führen, eine verlangsamte Reaktion, Gedächtnisproblemen. Und ein übermäßiger Alkoholkonsum kann einfach auch zu Hirnschäden führen und ja, natürlich die kognitive Fähigkeiten dann einfach deutlich beeinträchtigen. Und auch gerade Stichwort Verdauungstrakt, ja, also Magen-Darm-Probleme, da kann einfach Alkohol die Magenschleimhaut enorm reizen und das einfach dann dass es zu Entzündungen vom Magen und auch von der Speicheldrüse, Bauchspeicheldrüse führen kann. Also ich glaube, ihr wisst ein bisschen, worauf ich hinaus möchte. Ich möchte nicht sagen, dass man nie wieder Alkohol trinken darf, sondern mir ist eben dieser bewusste Umgang damit wichtig. Und auch hier so einen kleinen Check-in mit sich selbst zu machen und zu denken, muss ich es wirklich trinken, nur weil es alle anderen machen? Oder kann ich vielleicht auch einfach für mich selbst einstehen und sagen, nee, eigentlich möchte ich gar nicht unbedingt was trinken? Weil die Nachrichten bekomme ich auch immer wieder, dass es manchmal mehr so eine Art Gruppenzwang schon fast so ein bisschen ist. Und da kann ich nur jeden ermutigen, dass man da für sich selbst einsteht und auch mal sagt, nee, ich trinke einfach was anderes. Genau, also das war so der 6. Punkt. Und der 7. Punkt, der fasst eigentlich alles so ein bisschen zusammen. Und zwar ist es extreme Meiden. Weil es geht nicht darum, dass wir nicht ein paar Plätzchen essen dürfen oder dass wir nicht mal ein Glas Alkohol trinken, sondern es geht halt wirklich um diese Extreme. Und gerade in der Weihnachtszeit ist es oft eben so, dass man in so krasse Extreme verfällt. Ja, also dass man dann eben nur Süßes isst und nur ständig irgendwie Drinks hat und sich kaum noch bewegt. Und dann kommt der 1.1.2024 und dann meldet man sich dann bei der krassen Detox-Kur an. Ja, und das ist halt etwas, was meistens einfach nicht wirklich so zum Erfolg führt langfristig. Und der Körper mag, auch unabhängig jetzt von der Weihnachtszeit, einfach keine Extreme. Wir wollen eigentlich immer so eine Balance haben. Und der Darm zum Beispiel mag auch keine Extreme, weder in der Ernährung noch bei der Bewegung, eigentlich bei allem in jedem Lebensbereich. Und deswegen hier auch so eine Balance anstreben und schauen, so wie es im Ayurveda auch empfohlen wird, dass man zum Beispiel verschiedene Geschmacksrichtungen integriert, dass man einfach hier auf allen Ebenen auf so eine Balance achtet, dass man das eben auch in dieser Zeit immer wieder integriert, dass man abends, meinetwegen an der Weihnachtsfeier, mal ein bisschen über die Stränge schlägt, aber dass man am nächsten Morgen wieder mit seinen gesunden Routinen weitermacht. Ja, und das ist so das, was ich mit der Podcast-Folge dann hoffentlich euch weitergeben konnte. Ja, dass ihr hier so eine schöne Balance anstrebt. Und dass ihr durch diese paar Tipps, wie auch mit den Gewürzen der Bewegung, wie herzhafte Gerichte integrieren, selber kochen, dass ihr da einfach ja, diese Balance für euch erreichen könnt. Ich fasse diese Tipps jetzt nochmal zusammen, dass ihr sie euch auch merken könnt. Und zwar der erste Punkt war hier, darauf zu achten, sich weiterhin so gesund wie möglich zu ernähren, auch mal Ausnahmen zu machen, aber trotzdem zu schauen, dass man zum Beispiel auf sein Frühstück achtet, ja, mehr herzhafte Dinge integriert und auch immer wieder versucht, irgendwie auch frisch zu kochen.
Dann der zweite Punkt war viel selber backen. Schaut hier gerne mal auf meinem Blog vorbei oder besorgt euch mein Weihnachtskochbuch, wo ihr ganz viele Plätzchen, ganz viele Weihnachtsrezepte süß und herzhaft findet, die eben aus natürlichen Zutaten bestehen. Und wenn ihr zum Beispiel auch herkömmliche Plätzchenrezepte macht, einfach mal schauen, dass ihr den Zucker zum Beispiel ein bisschen reduzieren könnt. Dann war der dritte Punkt, Gewürze verwenden. Ja, gerne verdauungsfördernde Gewürze integrieren. Auch darauf achten, zum Beispiel täglich 1-2 Tassen Tee zu sich zu nehmen. Ja, das ist auch eine schöne Möglichkeit, um dem Körper etwas Wärme zu schenken und auch die Verdauung zu stärken. Und Tee hat ja auch so eine bisschen therapeutische Wirkung. Was ich in der Zeit so ein bisschen meiden würde, wären so sehr kühlende Teesorten, wie zum Beispiel die Pfefferminze. Ja, das ist etwas, was den Körper eher so ein bisschen abkühlt. Aber wenn man zum Beispiel ganz viel Hitze in sich hat, ja, dann kann man natürlich auch ein bisschen Pfefferminze integrieren. Dann als viertes Bewegung und frische Luft. Ja, also einfach täglich etwas Bewegung, vielleicht sogar in der frischen Luft integrieren, um einfach den Körper und vor allem auch das Immunsystem zu stärken. Dann der fünfte Punkt war die Morgenroutine beibehalten. Einfach täglich etwas Selfcare einplanen. Der sechste Punkt, auf den bin ich ja recht ausführlich eingegangen, ist das Thema Alkohol. Also auch hier muss nicht sein, dass man da komplett drauf verzichtet, aber einfach in Maßen zu sich nehmen und schauen, dass wenn man zum Beispiel Alkohol trinkt, dass man dann gleichzeitig auch Dinge wie Wasser zu sich nimmt, dass man einfach den Flüssigkeitshaushalt auch wieder gut auffüllt und dass man auch mal schaut, ob man entweder den Alkoholkonsum ein bisschen reduzieren kann und dann als nächstes eben statt irgendwie das zweite oder dritte Glas vom Alkohol vielleicht dann eine alkoholfreie Option zu wählen oder von vornherein zu sagen, man macht sich einen alkoholfreien Drink. Und der letzte Punkt waren extreme Meiden. Ja, also ich glaube, das kann man versuchen im Leben generell irgendwie so ein bisschen anzustreben. Dass man einfach schaut, dass man auch jetzt gerade in der Weihnachtszeit ja nicht diese Extreme in die super ungesunde Richtung macht, um dann irgendwann wieder in die ganz andere extreme Richtung irgendwie umzuschlagen. Und hier tut ihr euch einfach einen Gefallen, wenn ihr wirklich so eine Balance eben anstrebt. Ich hoffe, dass euch die Folge dabei hilft, dass ihr gesund und mit möglichst viel Wohlbefinden durch die Weihnachtszeit kommt, dass ihr die Zeit für euch auch genießen könnt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung dalasst. Schreibt mir auch gerne, ob euch die Folge geholfen hat, ob ihr auch noch irgendwelche Tipps habt, wie ihr gesund durch die Zeit kommt. Und dann wünsche ich euch von Herzen natürlich eine wundervolle Weihnachtszeit. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder.